hatte schon Tage, an denen ich mir auch dachte, aber ich bin nie mehr wert als mein Körper. Dein Gefühl war im Grunde, ich bin nicht gut genug, um schwul zu sein? Ich glaube, dadurch, dass sich eben sehr viel um Sex dreht, dreht sich auch so viel um Körper. No Fats, No Femmes, also keine dicken und keine femininen Typen. Wer schon mal auf schwulen Dating-Apps wie zum Beispiel Grindr unterwegs war, dem ist dieser Spruch vielleicht schon mal begegnet. Stattdessen lieber athletisch und muskulös, also quasi so wie hier. Wer in Teilen der schwulen Community ein solches Körperideal nicht erfüllt, der hat es häufig schwerer. Klar, auf solchen Apps geht es in erster Linie um Sex, aber laut einer Untersuchung von zwei Wissenschaftlerinnen aus den USA finden schwule Männer andere Typen schon übergewichtig, wenn Heteros sie noch als normalgewichtig beschreiben. Ich frage mich, wieso ist das so? Wie hoch ist der Druck in der schwulen Community, einem bestimmten Körperideal zu entsprechen? Und wie tolerant ist eine Community, die für sich immer sehr viel Toleranz in Anspruch nimmt, gegenüber Menschen, die Teil von ihr sind? Und auf der Suche nach Antworten geht es für mich jetzt hier raus aus der Großstadt nach Bocholt. Ich werde es nicht schaffen, alle Facetten dieses Themas in diesem Film abzubilden. Trotzdem wollen wir darüber sprechen und wir haben euch nach euren Erfahrungen gefragt. Und einer, der sich gemeldet hat und gesagt hat, für ihn ist es extrem schwer, da mitzuhalten, vor allen Dingen hier in einer eher ländlicheren Region, das ist Niklas. Hallo Niklas, Philipp. Niklas, hi. Freut mich, hi. Welche Erfahrung hast du denn gemacht? Hier in Bocholt ist man halt darauf angewiesen, Online-Dating zu betreiben, wenn man jetzt halt schwul ist. Und deswegen muss man halt dann quasi das machen. Also Apps wie ja, Tinder, genau, Apps, Grindr. Tinder, Grindr, Planet Romeo, alles Mögliche. Und wenn man jetzt wie in meinem Fall, also ich behaupte mal, ich sehe halt relativ durchschnittlich aus, dann bekommst du halt sehr viel halt zurück im Sinne von, die ignorieren dich oder es wird einfach gesagt, ich bin nicht sein Typ, was ja erstmal vollkommen in Ordnung ist, aber dann wird man teilweise beleidigt, nur weil man irgendwie nett geschrieben hat. Und man fühlt sich halt relativ schnell halt schlecht. Man fühlt sich nicht gewollt. Dein Gefühl war im Grunde, ich bin nicht gut genug, um schwul zu sein? Oder wie? Wenn man jetzt ganz drastisch ausdrückt, dann ja. Also, ich würde es vielleicht nicht direkt so ausdrücken, aber es reicht zumindest, dass man das Gefühl kriegt, man kriegt da sowieso nie jemanden. Ob es jetzt für eine feste Beziehung ist oder für keine Ahnung was. Man fühlt sich halt nicht gut genug. Und ja, jetzt in dem Fall ist es halt schade, wenn man in der schwulen Community, wo man eigentlich denkt, man gehört dazu, dann da irgendwie auch nicht dazu gehört. Das ist halt ein bisschen bescheuert, aber ja, manchmal überkommt einem halt dieses Gefühl. Krass, das ist euer Probenraum dann? Ja, das ist quasi der große Raum, wo wir immer unsere Orchesterproben machen. Mhm. Oh, teilweise Unterricht. Ich habe Niklas nämlich gefragt, wo wir uns treffen können, wo ein Ort ist, wo es ihm gut geht. Und er sagt, hier macht er viel Musik, richtig? Richtig. Und hier bereitest du dich auf dein Musikstudium vor? Unter anderem, ja, genau. Und dann geht es ja vermutlich hier aus Bocholt, quasi vom Land in eine größere Stadt. Ja. Welche Erwartungen hast du auch so in Bezug auf deinen andere Typen kennenzulernen, was sich da verändern wird? Dass ich mich einfach so geben kann, wie ich nun mal bin, ohne irgendwie über irgendwelche Bilder möglichst viel schon auszusagen oder über irgendeinen tollen Profiltext, den sich meistens sowieso keiner durchliest. Das einfach von dieser Sache einfach wegzukommen, einfach Leute auf Leute wieder persönlich zuzugehen und ja. So, ich habe das Gespräch mit Niklas noch mal sacken lassen und ja, klar, was in solchen Apps wie Tinder und Grindr passiert, das ist natürlich nicht repräsentativ für die ganze schwule Community. Fakt ist aber, dass Niklas sagt, ihm geht es schlecht damit und er fühlt sich außen vor. Ich frage mich, was müsste vielleicht passieren, damit das nicht so ist, damit Niklas sich nicht irgendwie ausgegrenzt oder abgelehnt fühlt. Dafür bin ich noch verabredet mit dem Sänger und Influencer Strifey. Der tut sich selber schwer mit diesen Körperidealen und hat, wie ich finde, ein paar kluge Ideen, was sich gegen diesen Druck tun lässt. Vorher will ich aber wissen, wie groß ist dieser Druck in der schwulen Community wirklich und woher kommen diese Körperideale eigentlich? Und dafür bin ich verabredet mit dem Psychologen Arndt Bechler hier von der Schwulenberatung Berlin. Philipp Hoffmann.
Was macht diesen Druck vielleicht aber in der schwulen Community besonders? Also ich glaube, das fällt auf einen fruchtbaren Boden, weil viele Schwule als Kinder oder Jugendliche oft beschämt wurden, oft ausgegrenzt, weil sie anders waren, diskriminiert, manche haben Gewalt erfahren oder auch das Verstecken. Und wenn man verliebt ist oder jemand sexy findet oder für jemand schwärmt, das nicht ganz normal ausleben zu können, das beschädigt das Selbstwertgefühl. Und manche denken dann, durch gutes Aussehen das wettzumachen und versuchen, muskulös zu werden, schlank, sportlich, um diesen Makel oder diese einfach diese schlechten Erfahrungen, um sich gut zu fühlen. Dieser sogenannte Fitness-Hype, ne? Du bist jetzt schon, darf ich fragen, wie lange bist du hier in der Schwulenberatung in Berlin? Seit 25 Jahren. Was hat sich in dieser Zeit verändert? Hat sich da was verändert? Ich habe so das Gefühl, dieser Fitness-Hype, der kam in den 80ern und 90ern. Und ein Faktor oder eine Hypothese von mir, damals war ja eine große AIDS-Krise, die Schwulen sind gestorben, die waren in Medien, die wurden gehasst, man hatte Angst vor denen, eben wegen AIDS. Und da habe ich das Gefühl, das war so eine Gegenbewegung, wir wollen gesund aussehen. Und hat sich dann aus dieser Gegenbewegung sozusagen ein vermeintliches Ideal entwickelt? Ja, also das war ist zeitlich zusammengefallen und ich glaube, da gibt es eine Verbindung dazu, ja. Was hilft denn deiner Erfahrung nach, was du auch aus deinen Beratungen mitgenommen hast, Typen, die einen starken Druck verspüren und das Gefühl haben, sie sind außen vor, sie können nicht mithalten, was hilft denen? Also ich würde sagen, reden mit seinen Freunden, mit seinen Bekannten, weil jeder Schwule kennt das. Ich kenne keinen Schwulen, den es nicht beschäftigt. Und wenn es richtig schwerfällt, sich wohlzufühlen, Beratung, Psychotherapie und nicht nur auf die äußere Schönheit gucken, sondern auch auf innere Schönheit. Okay, ich glaube, da vorne ist er schon. Stripey? Hey. Hi. Warte, eine Sekunde. Wo wird sie wehtun? Hi, pass auf, ich bin ein bisschen vorgeprägt. Philipp, freut mich. Hi, Stripey. Hast du es gefunden? Ja. Ich bin erstaunt, wie viel schon los ist für Mittagszeit. Ja, Berlin-Mitte, hier will jeder fit sein, nicht wahr? Wie oft bist du hier in der Woche? Es kommt ganz drauf an, wie viel ich Zeit finde, aber eigentlich versuche ich mindestens 4-mal die Woche da zu sein. Ja. Letzte Woche war ich sogar 6-mal da. Okay. Ich versuche ja für diesen Film so ein bisschen herauszukriegen, wie hoch ist der Druck in der Schwulen-Community, einen athletischen, trainierten Körper zu haben. Was wäre deine Antwort darauf? Ich glaube, er ist sehr, sehr groß. Ja. Also ich glaube, dass man in der Szene schon sehr über seinen Körper definiert wird und dass es schon so gewisse Ideale gibt, die viele auf jeden Fall anstreben. Und ja. Ich habe schon viele Sachen erlebt, die tatsächlich diese Frage eindeutig mit Ja beantworten würden. Struffy, wir haben zu diesem Thema auch einen Community-Aufruf bei uns auf dem Kanal gemacht und ganz viele von euch haben uns auch geschrieben und haben gesagt, so, Sie nehmen diesen Druck in der Community schon sehr stark wahr. Ich rede da sehr oft mit meinen Freunden drüber, wie wir uns fühlen, wie wir uns in der Community fühlen. Und eigentlich hat fast jeder meiner Freunde auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich war auch schon mit Leuten intim, die ich jetzt nicht sonderlich lange kannte, ich sag's mal so. Und habe dann auch gehört, hey, wenn du jetzt noch ein bisschen abnehmen würdest, dann wärst du eigentlich ganz hot. Das sind halt so Dinge, die immer so total selbstverständlich rausgehauen werden und die Leute denken sich teilweise gar nichts dabei. Aber eigentlich tut das voll vielen Leuten weh oder setzt die wieder unter Druck. Das fängt ja auch schon an damit, dass es viele Bezeichnungen gibt. Also das wissen ja, wenn man jetzt nicht in der schwulen Szene unterwegs ist oder keine queeren Freunde hat, dann weiß man das vielleicht nicht. Aber es gibt ja 1000 Bezeichnungen auch. Ja. Du bist halt entweder ein Hunk oder ein Jock oder ein Twink oder ein Otter oder ein also Bär. Also Hunk quasi, korrigiere mich, aber muskulös. Genau, genau. Twink so. Ist dann eher irgendwie... Relativ junger, haarloser, eher dünner Körper. Und dann hast du natürlich Bären, die quasi haarig sind und irgendwie breiter. Und selbst da merkt man schon, es geht halt immer um irgendwelche Labels, die auf deinen Körper dich reduzieren. Und ich hatte auch schon Situationen, in denen ich mir gedacht hatte, ich kann in diesem Raum der witzigste, intelligenteste, aufgeschlossenste Mensch sein. Aber ich hatte schon Tage, an denen ich mir auch dachte, aber ich bin nie mehr wert als mein Körper, wie mein Körper wahrgenommen wird. Solche Gedanken hatte ich auch schon. Ich habe für diesen Film auch Niklas getroffen, der ist 23 und wohnt quasi mehr oder weniger auf dem Land oder in einer Kleinstadt. Wie kann man vielleicht einen Schritt in die Richtung machen, dass sich zum Beispiel Niklas nicht ausgegrenzt fühlt oder du auch sagst,
dass du verletzt wurdest. Was kann man dagegen tun? Ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen einfach aufgeschlossener sind und ein bisschen mehr Rücksicht manchmal aufeinander geben, ein bisschen mehr Acht aufeinander geben. Und man muss auch selber den Mund aufmachen. Also wenn ich mich verletzt fühle und was gesagt wird, dann habe ich auch selber, finde ich, für mich die Verantwortung, das den Menschen auch zu sagen. Dann geben wir schon mehr aufeinander Acht, allein schon mit solchen Kleinigkeiten, wie nicht sowas zu sagen wie, der hat aber einen guten Körper oder der hat einen besseren Körper. Das sind schon so Kleinigkeiten, die für mich auf jeden Fall auch einen großen Unterschied schon gemacht haben. Und ich persönlich habe auch irgendwann für mich entschlossen, zum Beispiel, dass ich auf Instagram vielen Leuten entfolgt bin, mit denen ich mich zu sehr verglichen habe. Und das hat mir gut getan und das hat sich so ein bisschen bereinigend gefühlt. Und ich habe auch immer wieder bemerkt, dass ich dann auch andere Apps, Dating-Apps zum Beispiel, gelöscht hatte und gesagt habe, nee, ich mache das jetzt nicht, weil das macht mich gerade unglücklich. Ich glaube, dadurch, dass sich eben sehr viel um Sex dreht, dreht sich auch so viel um Körper. Und ich glaube, da sehe ich schon einen Zusammenhang, auf jeden Fall. Und manchmal muss man sich vielleicht daran erinnern, dass es geht im Endeffekt nur um Sex. So, man sagt immer so, die schönste Nebensache der Welt, für viele vielleicht auch die schönste Hauptsache der Welt. Und wir sollen ja auch alle Sex haben und viel Sex haben und guten Sex haben oder eben auch nicht, wenn man nicht möchte. Aber warum sollte man sich denn selbst auch so sehr darüber definieren? Ich bin sehr, sehr gerne Teil der queeren Community, weil sie ist bunt, es gibt so viele verschiedene Menschen. Ich finde, man ist losgelöst von vielen anderen Dingen, wie zum Beispiel gewissen Geschlechterrollen. Aber das heißt natürlich nicht, dass sie perfekt ist, sondern man kann immer irgendwo dran arbeiten. Wie hoch ist der Druck in der schwulen Community, einem bestimmten Körperideal zu entsprechen? Und wie tolerant ist die Community gegenüber Menschen, die Teil von ihr sind, einem solchen vermeintlichen Ideal aber nicht entsprechen? Das wollte ich für diesen Film wissen. Und klar, natürlich gibt es nicht die schwule Community. Aus den Gesprächen, die ich geführt habe, nehme ich aber mit, dass der Druck in Teilen zumindest sehr hoch sein kann. Und ja, ob das jetzt daran liegt, dass die Community vielleicht in Teilen intolerant ist, das lässt sich vermutlich nicht beantworten. Niklas hat mir aber gezeigt, dass es echt verletzend sein kann, wenn man sich ausgeschlossen fühlt und das Gefühl hat, man kann da nicht mithalten. Aus dem Gespräch mit Strifey nehme ich aber vor allen Dingen mit, dass wir uns vielleicht nicht von außen sagen lassen sollten, was ein vermeintlich guter Körper ist und was eben nicht. Und dass man einfach sein Leben leben sollte, interessant sein sollte und ja vielleicht dann auch eine Attraktivität entwickelt, die irgendwie losgelöst ist von einem äußeren Erscheinungsbild. Und ja, vielleicht auch die ein oder andere App, sofern sie einem nicht gut tut, zu löschen. Aber ja, es ist kompliziert. Was meint ihr, wie könnte man vielleicht dem Druck, einem vermeintlichen Körperideal zu entsprechen, sinnvoll begegnen? Schreibt mir da gern eure Meinung unten in die Kommentare. Zum Schluss möchte ich euch noch ein Video von Datteltäter empfehlen. Da werden lesbische Frauen und schwule Männer mit Vorurteilen gegenüber homosexuellen Menschen konfrontiert und die diskutieren dann darüber, was davon zutrifft und was vielleicht eher nicht. Das Video, das findet ihr hier. Und sonst freue ich mich, wenn ihr uns ein Abo dalasst oder uns vielleicht auf Instagram folgt, und mehr von mir gibt's dann ganz bald.